So, ihr seht hier ein Video, Leute, was ich euch danach auch poste von dem Kanal Peace, Love and On. Ich liebe es, von hier Videos zu gucken, Leute. Das Video hatte ich auch für euch vor. Seit 6 Jahren allein im Wald leben. Hatte ich auch vor, muss ich sagen. Aber ich weiß noch nicht, ob wir es angucken. Warum? Wir schauen mal, wie ihr euch hierfür interessiert, Leute. Erstmal Werbung hier auf leise machen, braucht keine Sau. Obwohl ich ja selber bei Videos Werbung habe, also brauche ich gar nicht reden. Ja, Leute, genau. Ich habe gestern ein COD-Video veröffentlicht. Für alle, die es noch nicht geguckt haben, gönnt's euch mal. Gönnt's euch! Gönnt's euch! Hey, ich könnte Opernsänger werden. Gönnt's euch! So, Leute, ihr sagt's mir gleich, wie der Ton ist. Gar kein Ton, weil ich halt aus habe. Hört man es gut, Leute? Oder leiser? Also, wie gesagt, wie ihr schon am Titel lest, Leute, wohnen in Gewächshaus Studenten-WG in Kaiserslautern. Geil. Geil, muss ich dazu gleich sagen. Muss gleich Stopp machen, Leute. Stellt euch mal vor, da wohnt ihr, Leute. Da wacht ihr morgens auf und denkt euch erstmal, wow, der Tag kann nicht besser werden. Eine Miezi! Boah. Leute, und da geht mir ein Herz auf. Da geht mir ein Herz auf, weil ich habe euch jetzt ein bisschen Geschichten von früher erzählt. Hätte ich sowas gehabt, ich glaube, ich wäre damals der glücklichste Mensch auf dem Planeten gewesen. Also für mich von die Gefühle, wisst ihr, wie ich meine? Leute, jetzt guckt's noch mal hier. Ich muss hier öfters zurückspulen. Ich bin Marie. Ich bin Anna. Und heute zeigen wir euch mal, wo wir so wohnen mit uns. Und da sieht man es auch. Ich wette, das ist nicht nur wegen Video. Guck mal, die zwei kommen raus. Es sind solche lebensfrohe Menschen. Ganz ehrlich, wenn man da wohnt, könnte man Urlaub machen. Muss man einfach so lebensfroh sein. Ist einfach so, Leute. Ist einfach so. Zwei ganz nette Dann Mädels, denke ich. 19 Mitbewohnern. Und unseren zwei Katzen. Gleich mal Urlaub dort machen, gell? Denke ich mir auch. Deine Marketingkosten steigen. Bruder! Dann ist es an der Zeit, Taboola zu testen. Ich war gerade so Ich in der habe Musik 2 drin. Milliarden User pro Monat mit Taboola. Ich sag euch ehrlich, Leute, wenn mir jemand anbieten würde, dass ich in sowas wohne, ich würde nicht mit der Wimper zucken und wäre innerhalb von 24 Stunden würde ich da wohnen. Real Talk, Leute. Sowas Schönes einfach, sowas Schönes. Wie gesagt, heute ist ja sowieso überall Technik und überall Internet, aber einfach mit diesen ganzen Pflanzen und alles, Leute, da geht ein, glaube ich, echtes Herz auf morgens. Ja, das sind 2 von unseren Mitbewohnern. Und Hallo. Müpi, unsere Katze. Die älteste Mitbewohnerin. Ja, hier kochen wir mit quasi 20 Leuten, wenn alle Zimmer voll sind. Habt ihr das gehört, Leute? Also echt Und viele Leute. ja, Sammelpunkt, Spiele oder da oben schauen wir Filme. Und wenn wir so Feierabende haben, machen wir auch hier so Essen zusammen und ab und zu auch Partys. Ja, oder. Ja. Zum Beispiel auch, wie sie jetzt gesagt haben, mit 20 Leute machen ab und zu Essen zusammen. Glaubst du, Leute, sowas ist einfach geil. Wenn da wirklich die ganze Bude voll ist, sagen wir mal, dann hilft der ein bisschen was, dann nimmt der ein bisschen was mit der ein bisschen was, der kocht mit denen zusammen. Man organisiert, es macht einfach Spaß, Leute. Und dadurch muss man sagen, wird Freundschaft noch so viel enger einfach. Ist einfach so, Leute. Hier so Essen zusammen und ab und zu auch Partys. Ja, oder man Ja. kommt her und prokrastiniert zusammen. Ja, das funktioniert. Wenn man reinkommt, findet man immer jemanden und Ja, das ist Hans-Dieter meist wie inspiriert alleine, von Leute. Löwenzahn. Schön einfach. Und genau, man kann da halt, wenn jetzt jemand klingelt, dann geht es an, aber man kann das auch hier, glaube ich, anmachen. Ist eine Klingel, Leute.
Ich hab's verstanden. Oder wenn jemand klingelt, dann geht es an, sozusagen. Dann hört man Wippis Miauen. Ja, eine sehr außergewöhnliche Klingel. Sonst schauen wir hier Filme oder wenn wir so Partys oder irgendwie Sammlungen haben, dann ja, kann man hier auch gut chillen und Spiele spielen. Verdammt. Hier wird auch unterhaltsam. Und das, diese Wand ist sehr interessant. Da sind so Postkarten von alten Mitbewohnern. Also da sind richtig Sachen vielleicht von, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob hier Leute, sowas allein schon. Da oben natürlich haben sie einen Fernseher, aber hier auch ein Kicker. Einfach zusammensitzen an Tisch, ein bisschen quatschen, ein bisschen den Tag ausklingen lassen, vielleicht ein bisschen Sound im Hintergrund. So stelle ich es mir geil vor. Und oben seht ihr den Himmel dann noch daraus. Oh. Ziemlich alt, viele. So, man sieht das auch vom Papier und so. Und es gibt so eine Tradition, dass wenn man irgendwie irgendwo hinfährt oder so, dann schickt man Mippi, also unsere Katze, eine Postkarte und sagt so, erzählt, wie es einem geht und so. Oh, ist sie ja, lieb, Leute? Hier sehen wir nur einen Teil von denen. Da gehen wir jetzt hin, hier unten. Also wir sind jetzt hier, in der Mitte. Und da gehen wir hin. Hier wohne ich. Zimmer 7 steht da, aber es ist Zimmer 1 eigentlich. Leute, ich mache hier auch nicht so oft Stopp, weil ich selber fasziniert bin, einfach was sie da drin alles zeigen. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Ich bin da selber ein bisschen fasziniert. Guck, wie schön sie sich das hergerichtet hat. Eigenes Stück Garten, Leute. Was mich auch so am meisten glücklich macht in meinem Zimmer, sind so meine Pflanzen. Das glaube ich. Ja, und es macht, ich weiß es nicht. Pflanzen ins Zimmer macht es so viel wohnlicher gleich, Leute. Und ich liebe es auch, muss ich sagen. Ich bilde mir immer ein, dass dann bessere Luft und alles da ist. Aber es ist einfach schön, das Feeling dahinter, Leute. Ich einfach so, das so frei zu gestalten. Ich habe mit Anna irgendwie vor ein paar Monaten diesen Aster aus dem Wald aufgehängt. Ich weiß, irgendwie will ich einen Baum in meinem Zimmer haben. Irgendwie will ich einen Baum in meinem Zimmer haben. Voll naturgebunden. Voll naturgebunden. Fühle ich, Leute. Fühle ich zu 100%. Ich habe auch hier unten, wie halt jeder, einen kleinen Garten. Der sieht gerade ein bisschen traurig aus, weil halt Winter ist. Ich hatte da Tomaten. Die sind so semi-gut gewachsen, war ein bisschen dunkel. Und genau, Minze habe ich, die wächst richtig gut. Das glaube ich. Minze wächst wie Unkraut, ist wirklich so. Die habe ich aufgebaut, also es war halt, als ich hierher kam, war es wirklich nur so ein Dreckloch. Und dann habe ich halt diese, auch mit den roten Steinen, so eine Art Hochbeet und die Terrasse. Und es ist irgendwie richtig nett. Jetzt guck mal, wie sie gesagt hat, es ist ja auch gerade Winter, Leute. Aber stellt euch mal vor, Sommer, wenn das hier alles blüht und da habt ihr eure eigenen Kräuter, dann eure eigene Münze, vielleicht Tomaten, vielleicht einen Salatkopf oder vielleicht eine Gurke oder wesentlich sozusagen. Ihr geht da raus, pflückt euch das und könnt für die ganze Mannschaft ein bisschen was zum Essen auch beisteuern. Und geil, Leute. Geil, Leute. Und das Feeling, da morgens allein rausgehen, in den Schnee zu gucken oder im Sommer auf die Wiese zu gucken, dann da seinen kleinen Garten zu haben, da kann der Tag nicht schlecht werden. Da kann der Tag nicht schlecht werden, Leute. So zum Abschalten. Da hat noch Licht. Und dann kann man da im Sommer so sitzen und essen und so irgendwie ein bisschen Sachen und Papierkram. Ja, es reicht. Mal einen Aufruf starten. Braucht sie noch einen jungen Mann oder ein Junge hier in der WG? Wer sofort bereit ist, einfach so. Aber dann hast du ja auch nur mit Koffer angereist aus Armenien. Nicht so andere Leute, die hier so aus der Nähe kommen und dann alles irgendwie mitschleppen können. Ja, aber ich bin auch nicht so Sachen. Ja. Also ich habe schon jetzt viel, glaube ich, schon viel genug gesammelt. Ja. Stell dir das mal vor. Alle 1,07 Sekunden besucht ein neuer User Wix.com und beginnt mit der. Da ein kleines Wässchen davor im Sommer, Leute. Stellt euch mal das vor. Jetzt, ich sag nicht, dass man da reinspringt, aber einfach ein kleines Wasser, es rauscht ein bisschen. Einfach Sinnlichkeit, Leute, Sinnlichkeit. Wisst ihr, wie ich meine? Der Sommer ist zwar irgendwie auch sehr schön, es ist halt so schön grün, der Wald, aber es hat auch irgendwie sowas im Winter, finde ich. Hm. Ich
Es ist ein kleines Zelt. Draußen in der Natur und so. Bin mir nicht sicher. Hier spazieren zu gehen ist irgendwie immer schön. Und das ist so voll befreiend, auch gerade wenn man halt studiert und dann einfach mal so ganz rauszukommen und mal abschalten zu können. Ja, und erst recht den Kopf frei kriegen, weil da hat man ja wirklich einen vollen Kopf, muss man sagen. Da lernen, da lernen, da, das, 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 Leute. Und da wirklich mal völlig frei davon zu werden, tut, glaube ich, wäre wirklich mal gut. Ja, im Sommer hängt hier manchmal so eine Hängematte und dann... Fühle ich. Irgendwie brauchen Hängestuhl, Leute. Oben sind, haben wir dann auch Hängematten noch. Aber Hängestuhl habe ich. Weil bei uns hat keine Hängematte, so richtige zwei Bäume sind nicht da, deswegen einfach oben an Pfosten sozusagen. Und was man auch richtig schön machen kann, ist natürlich im Sommer so am Lagerfeuer sitzen, irgendwie was trinken. Lieder singen tun wir leider nicht so. Fände ich irgendwie noch ganz cool. Das ist das, was ich vorher geredet habe, Leute. An Lagerfeuer sitzen, sie sagen jetzt ein bisschen was trinken, Lieder spielen, einer spielt Gitarre. Der eine summt vielleicht was vor sich her, auch wenn sie jetzt sagt, dass sie jetzt nicht so singen. Aber einfach diese Gemeinschaft. Glaubt's mir, Leute, natürlich schweißt man auch zusammen, wenn man zusammen zockt und alles Mögliche. Aber glaubt's mir, wenn ihr zusammen an Lagerfeuer sitzt und über eure Sachen sprecht und wirklich euch ein bisschen frei fühlt, glaubt mir, der Kontakt wird zwischen euch so eng einfach. Ist einfach so, Leute. Das schweißt einen noch so krass zusammen. Crime Boy! Hey! Yo! Hallihallo! Geil, Leute. An hier ihr kleinen Schuppen, hier ihr kleines Land sozusagen, wo sie ein bisschen, da haben sie Holz, Leute. Geil, geil. Und unsere neueste Errungenschaft, unser Ofen. Feier ich. Haben sie da? Wie nennt man es, Leute? Also in Kleinform, eine Jurte, oder? Jurte nennt man es. Also in Kleinformat, Kleinformat. Da ist es schön, da muss ich nochmal zurückspulen. Guckt euch mal das an, Leute. Jetzt mal im Ernst, im Sommer, wenn es schön ist, da drin ein bisschen zu chillen. Oder auch wenn man Gäste hat oder irgendwas, Leute. Geil, geil. Evoli, moin, moin. Na, wie geht's euch? So nimm mal lang. Natürlich, Leute, lasst euch ein bisschen Zeit. Wir sind doch sowieso immer 8 Stunden online. Da können wir ja auch mal ein bisschen was anderes. Oh. Ist das ein Baumhaus da? Ja, genau. Aber das werden wir demnächst wahrscheinlich wieder abbauen und vielleicht nochmal neu machen, irgendwie sicherer. Das war so ein bisschen so eine sehr spontane Aktion. War schon immer mein Traum, Leute, ein eigenes Baumhaus zu haben, schon als Kind auf jeden Fall. Und ich muss sagen, jetzt würde ich es auch noch genießen, wenn ich irgendwo Land hätte oder irgendwas oder irgendwo wie sowas. Ich würde mir auch sofort ein Baumhaus hinstellen, Leute. Safety, safety. Also das ist auch so voll mein Lebensmotto, irgendwie einfach so ausprobieren und wenn es blöd ist und wenn man dann verletzt wird oder so und auch schlechte Zeiten hat, dann wächst man halt dran. Und so kann man halt nur seinen Weg irgendwie finden und wachsen und stärker werden. Und ja. Die Worte, was sie gerade gesagt haben, haben Gewicht, Leute. Die Worte, was sie gerade gesagt haben Gewicht. Muss ich wirklich sagen, das war 100%iger Real Talk gerade von ihr, Leute. Wenn man dann verletzt wird oder so und auch schlechte Zeiten hat, dann wächst man halt dran. Und so kann man halt nur seinen Weg irgendwie finden und wachsen und ja, stärker werden und ja. Genau das macht einen zu den Menschen, der man heute ist, Leute. Auch wenn man krasse Zeiten oder vielleicht auch schlechte oder vielleicht traurige Zeiten, man lernt daraus und wie gesagt, es macht einen zu den, was man ist. Es macht einen stärker und das braucht jeder im Leben, ganz klar, Leute. Ganz klar, auch wenn man es keinen wünscht. Ihr wisst, was ich meine.